Jo, da bin ich gerade aus dem Spiel geflogen. Ist nichts Schlimmes. Ich hoffe, dass die Aufnahme noch verfügbar ist. Verdammt. Das hat er jetzt. Ich klebe schon wieder. Oder auch nicht. Mann! Was ist das denn? Also gut, noch einmal hier drauf. Hier schon mal langlaufen. Kann ich dann irgendwas machen? Ja, dann muss ich irgendwas machen. Beziehungsweise kann ich irgendwas machen. Engaged. Disengaged. Da habe ich irgendwas gemacht. Ich speichere mal lieber hier. Und lauf ganz genau jetzt rüber. Okay, war ein bisschen. Boah, das hat ja gerade nochmal so geklappt, du. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass es so gut nochmal klappt. Nein! Tröd? 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 Ich speichere nochmal. Hieß es irgendwas auf? Uah! Da ist mein Portal. Oh, ich klebe schon wieder. Das. Hey. Hat ja ganz gut geklappt. Nein, nein. Ah, Mist. Verdammt. Meine Munition. Sie geht zu nahe. Sie wird verschwinden. Bald ist sie nicht mehr da. Jetzt hier. Ah, nein. Ah, ich komm. Ah. Bin drauf. Okay. Ich speichere jetzt extra nochmal hier. Obwohl, das war vielleicht doof. Ah. Ach so, ich bin hier oben. Ich dachte gerade, ich wäre wieder unten. Ja, dann würde ich hier ein Portal fehlen. Stimmt. Ah, okay, das ist gut. Hallo. Ich direkt wieder zu. So, danke. Ich wechsle jetzt aber mal die Waffe. Auf. Oh, was für eine Kombination nehme ich denn? Die beiden hier. So. Die eine ist One-Hit, die andere nicht. Mit der einen kann ich gut umgehen, mit der anderen nicht. Naja, passiert. Und war jetzt auch schon. Wir haben jetzt bestimmt ein Part, sind wir da jetzt rumgerannt. Super. Na, das war doch schön. Das war mal eine schöne Aufnahme hier, du. Ja. Ja. So. So. Tuck, 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 tuck. Hätte was drin sein können. Oh, da kommt er doch. Als ob das dann so intelligent ist, hier drunter stehen zu bleiben. No, ich weiß ja nicht. Naja. Dann gehen wir doch vielleicht mal lieber raus. Ich nehme die Leiter. Mal sehen, wer schneller ist. Ich. Tja, das Aufzugsgeschäft ist nicht so leicht, ne? Puh. Da ist wieder irgendein Turm. Ein Turm. Hab ich einen Turm gesagt? Ich meinte natürlich direkt zwei. Dude. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Ja, ich komm ja. Ich hab euch auch schon lange erwartet. Was habt ihr denn, meine Güte? Leute, hier, flickt den doch mal. Also, ihr seid doch Ärzte. Ihr seid doch hochentwickelte Ärzte, ne? Dann nimmt doch mal hier den Corpus Delictus und die Beinus, Beinus, keine Ahnung, den Arm ohne Hand
Und dann nehmen wir vielleicht noch hier irgendwo was. Hier den hier noch. Nee, doch nicht. Hier, den. So. Ja. Jetzt flick den doch mal zusammen. Na, hallo. Ich bin noch nicht fertig. Ihr braucht doch noch einen Kopf. Ich habe gesagt, ihr braucht noch einen Kopf. Kopf, habe ich gesagt. Kopf! Meine Fresse! Wie viel hält der Typ aus? Könnt jetzt mal mit... Wer war's? Black Hand Kommando? Ich weiß es gerade nicht. Der Affe macht 4 Schaden! So ungefähr. Das war ein schöner Satz. Und die Bauarbeiter. Ach, man hört es im Hintergrund noch vielleicht. Ich hoffe mal nicht. Ansonsten würde ich nämlich jetzt gleich rausgehen und den Leuten sagen, hey Leute, danke, dass ihr mir das Geld verdienen. Ich meine, das Zuschauervergnügen so schwer macht, ne? Ich mache das ja hier nur für euch. Nein, ich mache es wirklich eigentlich nur für euch. Was? Ach, guck mal. Den kennen wir doch. Den tragen wir doch. Und unserer ist auch dreckig. Oh, ich bin fasziniert. An unserem hing aber auch schon mal Blut. Mann, seid ihr schlecht. Wo denn? Ja, ich bin... Ich krieche aber gerne irgendwo rum. Ja gut, was soll ich denn hier machen? Okay. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Der Hunter ist so böse zu mir. Hast du das gehört? Der ist so böse. Komm, schmeiß mir nämlich einen Leichenteil ab. Nicht ganz getroffen. Gordon ist ja auch nicht der Beste im Sport gewesen. Auch nicht ganz getroffen, verdammt. Dann gehen wir jetzt hier im Bitch-Slap. Bitch-Slap! Es klappt sogar. Bit Slap. Nochmal. Oh. Best military grade hardware this side of the Rio Grande. Have at it. Just promise me you'll put it to good use. Verfluchte Mama. Das ist ja gar nicht viel. Ich hatte sogar meine Oma mehr Waffen. Meine Güte. Nee. Wow. Wow. Ich bin positiv überrascht, mein Freund. Voll nicht voll. Warum ist der Raketenwerfer nicht voll, mein Freund? Hast du keine Raketen mehr, oder was? Bist du zu unfähig, um Raketen zu sammeln? Alter Schwede. Zu doof, um Raketen mitzunehmen. Also wirklich. Ah, nee, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Hier, fangen das. Dr. Freeman, so glad you made it. Guten Morgen. One final accoutrement for you. Was ist das denn? This is the long jump module. Weitsprungmodul. Und Origin meldet sich. Yay. Was ist das denn? Soll ich das jetzt anziehen? I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you will need it. Zen? Was ist Zen? Ist das diese komische Grenzwelt, von der der Typ geredet hat? Moment. Genau so. So hat das nämlich auch früher funktioniert. Nicht ganz.
Ja. Erinnert mich an... Ach nee, das sage ich jetzt nicht. Wow. Oh, das macht Spaß. Das ist wie Luftbending. Ja, ich guck momentan Korra, meine Güte. Lasst mich, ich bin auch nur ein Anime-Fan. Das ist echt geil. Vielleicht nicht so weit. Hallo, Phoenix. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Nein! Hilfe! Ich muss hier raus. Oh. Ach, da geht's sogar raus. Hoffentlich gibt's hier irgendwie was zum Heilen oder so noch. Nö, es gibt nichts zu heilen. Ich spring nochmal. Hui! Ist vielleicht besser so. Hoffentlich komme jetzt nicht ganz woanders raus. Dann würde ich nämlich... Na, hier, gut. Das ist gut. Okay, da bleibe ich jetzt mal ernst. Ich würde sagen, die und eine Fernwaffe. Okay, hier haben wir auch noch was. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch Medikits, das ist super. Und was haben wir hier? Also, was ist hier überhaupt was? Ist jetzt überall was? Ist nochmal Munition. Oh Mann, finde ich das cool, ey. Ja, ja. Tröd. 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 Kein Tröd. Ach komm, noch ein Tröd. Uah. Ah, das ist cool, ey. Was, nicht gut. Riss nicht, die trifft mich. Was ist denn das? Wo ist es denn? Ach du! Du Mistviech. Kommst du her, Mensch? Ey, das waren jetzt schon bestimmt 3 Treffer. Okay, der hat jetzt nicht getroffen. Alter! Willst du mich eigentlich verarschen? Wo bist du, Mistviech? Na komm. Da bist du. Da bist du. Oh, fuck. Ich habe keine Muni mehr. Hilfe. Hilfe. Ich muss hier hoch. Hoch muss ich. Gibt's ja nochmal Muni. Was? Wo kommst du denn her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Verdammt normal. Es geht nicht ab, ey. Ich kann mich gar nicht aufladen oder sonst was. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sterbe in der Endfrequenz. Hilfe. Was? Wie? Go. Okay. What the fuck? What the fuck is going on? Wo bin ich? Was geht hier vor? What the? Was hier gerade explodiert? Ist irgendwas? Hui. Es ist hell und jetzt wieder dunkel. What the fuck? Was geht denn hier ab, ey? Ich wusste gerade gar nicht, was ich gemacht habe. Ich bin gerade Auftrag ausgesetzt. Begründung, erwarte weitere Daten. Was? Wie jetzt? Black Mesa. Ach, das war das Ende vom Spiel. Oh. Ach so.
Dann ist das aber noch nicht weit. Also dann ist es aber noch nicht fertig, das Spiel. Leute. Nee, weil eigentlich ist man jetzt noch in dieser Grenzwelt, von der der Professor gerade eben geredet hat, noch unterwegs. In Sen. Oh, verdammt, da muss ich ja... Nee, den Kampf nehme ich jetzt nicht in Half-Life 1 noch auf. Das ist mir zu blöd. Nee, also man kommt halt eigentlich in die Grenzwelt von Sen. Und da ist dann halt erstmal, man ist halt in einer anderen Welt und alles, muss dann da ein paar Gegner und alles töten. Am Ende kommt man zu irgendeiner komischen Type. In Anführungsstrichen Type, zu irgendeinem riesen Typen, halt, der so gesehen der Gott von denen ist, also von der Grenzwelt Zen. Ich sag jetzt einfach mal der Gott. Und das ist dann halt so der Endkampf, ich meine, der hieß irgendwie Nautilus und dann, keine Ahnung, so irgendwas mit N. Wenn mich nicht alles täuscht, ich habe diesen Endkampf bis jetzt nur einmal gemacht und geschafft, weil die Grenzwelt Zen, die ist so kacke, muss ich zugeben. Das ist mit so einer der schlimmsten also wirklich, das ist ein, naja, ist ein Scheißabschnitt in einem Spiel. Das ist mit einer der schlimmsten, die man machen konnte. Meiner Meinung nach. Ja. Natürlich bedanke ich mich jetzt hier bei dem gesamten Team, die das hier gemacht haben, weil das war super. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ganz ehrlich. Die haben Großes geleistet, das so geil hinzubekommen. So viel muss ich auf jeden Fall schon sagen, aber es ist jetzt ein bisschen blöd, dass das Ende, wie gesagt, nicht drin ist, weil ich habe jetzt vor, Half-Life 2 zu machen. Aber wenn da jetzt nicht ganz klappt, also wenn da jetzt die Story natürlich nicht so ganz klar ist, also nachdem man den Typen übrigens besiegt hat, wird man dann halt noch in die Bahn vom Anfang so gesehen geportet. Diese fliegt wiederum irgendwie im All oder so rum. Das ist so eine ganz komische Szene und da steht dann dieser Typ da, den wir am Anfang gesehen haben, den ich euch als G-Man, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ihn als G-Man vorgestellt. Dieser Typ ist dann halt da und ja, da rennt er dann rum, ne? Ne, und der bietet einem dann halt an, einen Job weiterzumachen oder nicht. Wenn man den Job nicht weitermacht, das müsst ihr bitte selber herausfinden. Kauft euch Half-Life 1 auch noch, weil die Vergleiche sind echt genial. Ich hatte auch eigentlich am Anfang vor, Half-Life 1 noch kurz vorher zu Let's Playen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das schaffst du nicht innerhalb von, ich meine, es waren 2 Wochen, komplett aufzunehmen. Vor allem, weil ich dann auch noch in der letzten Woche habe ich auch noch 2 Tests geschrieben. Das ist, kommt nicht so häufig vor. Aber der Soundtrack, meine Damen und Herren, ist ja wohl mal super geil. Ja, das ist super schön, ey, Leute. Das ist echt super. Vor allem dieses Let's Play, das hat mir sehr gut gefallen. War bestimmt mit eins meiner liebsten Let's Plays bis jetzt. Ich glaube, ich habe nur... Welches Spiel kann ich denn noch vor? Ich habe keine Ahnung, welches mein liebstes war, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann so viel sagen, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde es auch definitiv öfters spielen nochmal. Natürlich dann nicht mit aufnehmen und alles, aber ich werde es definitiv nochmal spielen. Um nochmal die gesamte Geschichte und so mitzubekommen, weil das ist doch sehr schön, das gesamte Spiel. Ich empfehle es auf jeden Fall jedem, es sich herunterzuladen. Ist kostenlos, man braucht nur ein Source-Spiel. Das heißt Counter-Strike Source, Day of the Defeat, Source, ich weiß gar nicht, ob Team Fortress 2 funktioniert. Aber könnte man ja mal schauen, weil es ja auch auf der Source Engine, wenn mich nicht alles täuscht. Spricht das überhaupt richtig aus? Naja, egal. Auf der Soße Engine so. Also ist einfach nur zu empfehlen für die Leute, die es noch nicht haben. Na gut, man könnte jetzt sagen, kauft euch auch unbedingt den ersten Teil, wenn ihr mit etwas pixeliger Grafik umgehen könnt. Aber schaut euch auf jeden Fall noch den Endkampf irgendwo an. Fände ich auf jeden Fall sehr schön. Ich empfehle da jetzt einfach mal das Let's Play von Deadmic, keine Ahnung. Müsste einfach mal... Ne, da habe ich gar nicht verlinkt. Meine... Ach, gibt einfach Let's Play Half-Life 2. Nein, ach, keine Ahnung. Schaut euch einfach irgendwo Let's Play Half-Life 1 an und dann das Ende. Dann seht ihr noch den Kampf und alles, ne? Ja, und ich nehme jetzt direkt Half-Life 2 auf. Also in diesem Sinne, Like um Daumen. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder alle heißt, Let's Play, die Half-Life-Serie. Ja, ciao, Leute. Ein episches Spiel. Einfach nur episch.